Wiederverwenden statt Wegwerfen. Die Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiative Leoben ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Beschäftigungsmaßnahmen für arbeitslose Personen anbietet. Vor einem Jahr eröffnete die WBI das Stöberstüberl in der Wasenstraße. Das Stöberstüberl ist so unser Aushängeschild für den Verkauf von Reuse-Produkten. Wir bekommen diese Produkte von unserem Außenteam, das im Abfallzentrum in Leoben-Hinterberg arbeitet. Und da werden heute die Schmankerl herausgesucht und die werden in der Innenstadt dann zum weiteren Verkauf angeboten. Auf 50 Quadratmetern sind im Geschäft über 200 gebrauchte Produkte ausgestellt. Von Geschirr und Elektroartikel über Kinderspielzeug bis hin zu Antiquitäten. Das Sortiment im Stöberstüberl ist vielseitig und wechselt regelmäßig. Und wer keine Zeit hat, im Geschäft vorbeizuschauen, kann sogar über eine eigene App einkaufen. Vidadro ist eigentlich unser Online-Vermarktungssystem, in dem wir mit über 150 anderen Trägern österreichweit Reuse-Produkte auch online verkaufen. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Personen aus Vorarlberg, Wien oder Kärnten auch unsere Produkte kaufen können, genauso wie von vielen anderen Anbietern. So werden Produkte, die nicht mehr gebraucht werden, einfach an andere Menschen weitergegeben und bekommen die Chance auf ein zweites Leben. Das ist besonders nachhaltig, denn Wiederverwenden schont die Ressourcen. Auf der einen Seite ist es natürlich der CO2-Abdruck, den wir damit vermeiden. Wenn jedes neue Produkt muss mit sehr hohen Mitteln wiederhergestellt werden, je länger man ein Produkt verwendet, desto geringer wird dieser Abdruck. Und natürlich, es geht auch um Müllvermeidung. Es geht darum, dass wir eben auch die Ressourcen unseres Planeten so gut wie möglich schonen. Und es ist auch eine Schonung fürs eigene Geldbörsel. Wer selbst einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchte und auf der Suche nach hochwertigen Produkten aus zweiter Hand ist, ist im Stöberstüberl Leoben auf jeden Fall richtig.